Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Make-up Rocker. Jetzt wird's bunt. Hier geht es rund um das Thema Make-up, Business, Marketing und alles natürlich frei Schnauze. Wenn ihr darauf Bock habt, dann abonniert diesen Kanal. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Podcast Rock the Make-up. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, Rock the Make-up und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Make-up Rocker. Jetzt wird's bunt. Heute geht es um das Thema Reichweite. Ja, wie baue ich mir denn eine Reichweite auf und beziehungsweise wie bekomme ich mehr Follower? Ich bin jetzt nicht das beste Beispiel wahrscheinlich, weil ich ja auch noch nicht so viele Follower habe. Wobei so im Make-up-Bereich in Deutschland ist es eigentlich ganz okay. Aber es geht natürlich noch viel, viel mehr. Aber ich bin ja gerade auch erst am Lernen so richtig und hole mir jetzt auch so die ganzen Tipps der Profis. Für mich ist aber nur eins, ich bin nicht drauf aus, Tausende von Follower zu haben, sondern ich arbeite nach dem Prinzip Klasse statt Masse. Das heißt, ich habe lieber weniger Follower, aber dafür auch zu 100% meine Zielgruppe, ja, weil ich möchte auch mit meinen Followern irgendwann mal Geld verdienen, ja, und zwar in Form von eigenen Produkten. Daher ist es mir egal, ob ich viel oder wenige Follower habe, weil ich weiß, dass die Follower, die ich habe, zu 100% eben meine Zielgruppe sind. Aber was kann man jetzt machen, um dementsprechend Reichweite zu generieren? Wie kann ich was kann ich machen, um eben, dass meine Seite mehr sichtbar wird? Und zwar ist es ganz wichtig in der heutigen Zeit, dass du Postings machst, wo deine Fans, deine Community immer drauf reagieren müssen. Das heißt mal, beste Beispiel ist, du machst zum Beispiel ein Posting mit zwei Bildern und stellst einfach die Frage, was findet ihr besser? Links oder rechts? Blau oder grün? Oder wie auch immer. Und dann forderst du mit diesem Post nämlich die Follower auf zu kommentieren. Und jetzt ist so, umso mehr kommentiert wird, umso mehr sehen das natürlich auch die Freunde dieser Personen, die diesen Beitrag kommentieren. Und für Facebook oder natürlich auch für Instagram, ja, es gilt für beides, ist es ein Zeichen, dass dieser Beitrag interessant ist, also auch die Seite interessant ist und dadurch dieser Beitrag mehr sichtbar ist als wie die anderen. Ja, also umso mehr Interaktionen stattfinden, umso besser ist es für dich, weil eben dein Beitrag mehr eingespielt wird oder ausgespielt wird. Und so musst du immer darauf achten, egal was du machst, dass du am besten zum Beispiel auch immer Postings machst, wo du ja immer beendest mit einer Frage. Ja, also immer darauf achten, dass so viel kommentiert wird und geliked wird, wie es nur geht. So, ich habe mir jetzt noch ein paar Notizen hier gemacht. Ich schaue gerade mal rein. Bei Instagram ist zum Beispiel so, also das hat letztes Mal auch so ein Profi gesagt, dass es muss relativ neu sei anscheinend. Das habe ich erst vor 2 Tagen gehört. Der war bei so einem Kongress und er hat auch gesagt, was mache ich aber schon immer, dass das eigene Kommentar, na, so, klingelt das Telefon noch nebenher, auf lautlos machen, dass das eigene Kommentar eben auch als Kommentar zählt. Und drum ist es auch ganz wichtig, dass du natürlich auch jedes Kommentar, was bei dir entsteht, auch selber noch kommentierst, weil auch das zählt als eigenständiges Kommentar. Und somit heißt es natürlich auch wieder, umso mehr du deine Beiträge selber auch kommentierst, umso mehr zeigst du, dass dieser Beitrag interessant ist. Und du musst auch immer nochmal dran denken, das ist auch so ein bisschen Karma-Marketing, wenn sich schon jemand die Mühe macht, deinen Beitrag zu kommentieren und zu liken oder wie auch immer, aber auf jeden Fall zu kommentieren, dann investiere bitte auch genau diese Zeit, um ihm einen Kommentar zurückzuschreiben. Denn ansonsten werden die Leute aufhören zu agieren mit deinen Beiträgen und dann wirst du immer mehr
ja, nach hinten geschoben im Algorithmus und wirst eben irgendwann nicht mehr sichtbar. Darum nimm wirklich auch die Kommentare wahr. Schau, dass du so viele Kommentare wie möglich beantwortest. Ja, ich habe zum Beispiel heute auch schon über 100 Kommentare geschrieben, weil ich heute Geburtstag habe. Und ich immer denke, wenn sich schon jemand die Mühe macht, ja, sich hinsetzt an den Computer oder am Handy und mir bei Facebook oder so oder bei Instagram eine Nachricht schreibt, oder kommentiert, ein Posting macht, wie auch immer, dann muss ich mir natürlich auch die Mühe machen und ihm dafür auch zumindest danken. Ja, weil noch ist es überschaubar, das ist was anderes, wenn du wahrscheinlich dann irgendwie mal 80.000 Follower hast oder so, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als wie ein Video für alle zu machen. Aber solange es noch im Rahmen ist, wie gesagt, ich glaube 120, 130 Kommentare habe ich heute Morgen schon geschrieben, dann würde ich das auch machen. Ja, weil das sorgt natürlich auch wiederum für mehr Reichweite, für mehr Sichtbarkeit und dadurch steigt natürlich auch steigen auch deine Likes. Ja, ganz klar. Ja, in dem Fall, das war's ganz kurz. Vielen Dank fürs Zuschauen an ja, YouTube, wie gesagt, fürs Zuschauen, an Podcast fürs Zuhören. Und wir sehen oder hören uns bei der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Make-up Rocker, jetzt wird's bunt. Also, wichtig nochmal, denkt immer daran, jedes Posting, wo ihr in Zukunft macht, überlegt immer ganz genau, was schreibt ihr rein, damit die Leute kommentieren. Das ist das Ziel, das muss das Ziel sein, dass die Leute, eure User, eure Fans, einen Kommentar hinterlassen. Also, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Rock the Makeup. Ciao.